Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir nach einer Entscheidungshilfe auf Ja-Nein-Fragen. Das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte, deswegen nehmt es als Unterstützung. Ja, und natürlich wie immer, das sollte man nie machen, Kartenlegung als alleinige Entscheidungsgrundlage verwenden. Dann noch ein, ja, sorry dafür, dass das Intro gestern so lang geworden ist. Ja, das waren Dinge, die mussten raus. Ich wollte euch noch, oder hab's in einem Beitrag auch angekündigt, das kriegen natürlich nicht alle mit, die nicht abonniert haben zum Beispiel. Ja, also von daher, das ist ja die Ausnahme. Dann noch eine kurze Ankündigung. Persönliche Legung. Ich habe jetzt für August ein bisschen umstrukturiert, zeitfrei geschaufelt. Wer da Interesse hat an einer persönlichen Legung, biete nur halbe Stunden an. Und auch nur für den August im Moment, der schaut auf den Link unterm Video Persönliche Legung und lässt sich da einfach mal zu den Infos führen. So, und damit das Intro nicht wieder so lang wird, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Krebse, fragen nach einer Entscheidungshilfe. Und was passiert, wenn sie sich dafür bzw. für ein Ja entscheiden? König der Stäbe, Ass der Münzen, beide auf dem Kopf, König der Schwerter. Und der Turm. Was passiert, wenn sie sich dagegen oder für ein Nein entscheiden? Okay, 7 der Schwerter auf dem Kopf. Der Narr auf dem Kopf und die 4 der Münzen. So, meine Lieben. Ja, ihr sucht hier definitiv nach einer Lösung. Ja, also da ist noch keine wirklich greifbar. Einige von euch fühlen sich der Situation auch so ein bisschen machtlos gegenüber, vielleicht sogar ausgeliefert. Vielleicht ist es sogar so, dass ihr von der Entscheidung eines anderen irgendwie abhängig seid. Wenn die Antwort auf eure Frage ja lautet, wenn ihr euch dafür entscheidet, haben wir hier auf jeden Fall schon mal Widderenergie. Ja? Das kann sein, dass ihr eine Chance auf Glück oder auf Geld verpasst. Euch wird es aber sehr, sehr schnell klar werden. Also der Verlust scheint jetzt nicht so groß zu sein, aber so viel Tragweite zu besitzen, dass ihr die Situation verlasst, sage ich mal. Das kann sein, dass ihr kündigt, das kann sein, dass ihr eine Beziehung beendet, aber da kommt es zu einem harten Abbruch, einem harten Ende und das sieht auch sehr, sehr endgültig aus. Ja? Also das ist wirklich Abrissbirne, Schrottcontainer, Planierraupe und dann lasst ihr mal den Architekten aufs Feld. Also es kann auch sein, dass hier jemand für euch diese Entscheidung dann trifft, ja? Also dass ihr einen Berater an die Hand nehmt und da nochmal abwägen lasst. Wichtig ist hier, dass ihr tatsächlich auf euren Kopf hört, also die Fakten betrachtet und souverän bleibt bei der ganzen Sache. So. Lautet die Antwort auf eure Entscheidung nein oder entscheidet ihr euch dagegen, wird hier definitiv jemand auffliegen, der euch schaden wollte. Ja, auch hier kommt es zu einem Ende, allerdings geht ihr da als Gewinner raus. Also das hier sieht sehr, fast schon so ein bisschen nach Schmerz und also das kann euch schon ein bisschen umhauen, wenn ihr euch dafür entscheidet oder die Antwort ja ist. Bei nein geht ihr tatsächlich als Gewinner raus. Auch das sieht hier aus, als wärt ihr ein bisschen entsetzt und fassungslos. Fangt euch aber schneller wieder tatsächlich und geht noch zum dritten Mal als Gewinner aus der Sache.
Hier kann es sein, wie gesagt, dass euch da was durch die Lappen geht oder weggenommen wird. Ja? Und wenn es nur ein Gefühl von Stabilität ist, diese Stabilität bleibt hier in euch erhalten. So, wir fragen nach einem Impuls, was jetzt noch wichtig ist für eure Entscheidung, worauf ihr noch achten dürft. Liebe Krebse. Ja, Page der Schwerter. Also, macht euren Standpunkt klar, setzt euch durch. Ja, also auch wenn ihr noch keine Idee und keine Lösung habt, habt ihr aber ja mit Sicherheit eine Ansicht und eine Meinung. Da geht es wirklich um eine klare Kommunikation, zum Teil auch um eine ungeschönte Kommunikation. Also keine falsche Zurückhaltung hier. Das kann sogar sein, dass wenn ihr da mal in euch drin die Leinen loslasst, dass ihr euch reden hört und ganz überrascht seid, wie energisch ihr euren Standpunkt auch vorbringen könnt. Ja? Also Kommunikation ist hier auf jeden Fall der Schlüssel, auch die ungeschönte Kommunikation. Damit möchte ich euch jetzt nicht irgendwie ermuntern, Gott und die Welt zu beleidigen, aber wirklich euren Standpunkt klar zu machen und vehement zu bleiben und die Dinge nicht in Watte zu packen und mit viel Flausch und Herzchen zu verkleiden. Ja? Nackte Wahrheit. Die wird hier so oder so ans Licht kommen, aber bei der Nein-Geschichte schneller und das haut euch, wie gesagt, nicht so um. Aszendent noch mit anschauen für Beziehungsthemen und Gefühlsthemen Mond- und Venuszeichen. Playlist wird eingeblendet. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.